Wir haben uns hier alle aus solidarischen Gründen gesammelt und sind wegen einem sehr wichtigen Thema da. Und dieses Thema geht es um Menschen, Leben von Menschen und wie Menschen hier in der Schweiz behandelt werden. Es gibt viele Sachen, die mit uns Menschen im Asylzentrum, im Rückkehrzentrum passieren, die viele Menschen davon gar nicht wissen. Wir werden in unserem Zentrum wie Objekte behandelt. Wir haben keinen Wert in diesem Zentrum und wir werden nicht ernst genommen. Und wegen diesen Gründen kommen jeden Monat, also es wird immer wieder mehr Selbstmordversuche, gibt es immer wieder mehr Selbstmordversuche, immer wieder Leute, die auf Suizidversuche kommen. Es gab im Kanton St. Gallen, es gab in meinem Zentrum die Leute sich probiert haben umzubringen. Und von so Sachen berichtet niemand. Und ich finde, dieses Thema ist ein sehr wichtiges Thema, denn es geht um Leben von Menschen und nicht irgendein Burka-Verbot oder Raketenverbot oder irgendetwas. Es geht um Menschen und Gesundheit von Menschen. Und das ist das Wichtigste, was zählt. Wir sind alle eine Gruppe, wir sind aus der Gruppe von Stop Isolation. Denn unser Ziel ist es, dass wir dieses Asylregime, Asylsystem hier in der Schweiz zu verändern. So im ganzen Tag, wenn ich aufwache, bis ich schlafe, ich habe eine ganz schwierige Situation. Obwohl meine Freunde sind alle sehr nett und mega cool und sozial. Aber ist das nicht mein Leben? Weil ich bin nicht frei. Ich habe gelernt, man muss keine Angst haben von Polizei. Aber wir haben jetzt Angst von Polizei. Was ist das Ziel? Das wäre gut, wenn jemand zu unserer Frage antwortet. Diese Asylgesetz hier in der Schweiz ist einfach ein sehr rassistisches, unmenschliches System. Denn die Menschen in diesem Zentrum werden einfach wie Objekte behandelt. Sie haben keinen Wert. Man wird keine Arzttermine bekommen, wenn es ihm nicht um Tod geht, also wenn er gerade nicht am Sterben liegt. Es gab Leute, die gestorben sind in einem Taxi, weil sie nicht mit Ambulanz ins Spital gebracht worden sind. Also er war krank, er hat gesagt, ja, mir geht's schlecht, ich muss unbedingt ins Spital. Aber er wurde mit einem Taxi nach Spital gebracht und er wurde in einem Taxi, er ist im Taxi gestorben. Und über so Sachen redet niemand. Und das ist ein sehr wichtiges Thema für meine Meinung und die Leute, die da sind. Und ich hoffe, wir können dieses Ziel erreichen, dass wir dieses Asylsystem hier in der Schweiz verändern können. Und ich glaube 100%, dass wir das schaffen. Denn wir haben seit letztem Jahr angefangen, politisch etwas zu tun über dieses Thema. Und wir kommen immer wie mehr näher an unser Ziel. Quand tu parles de quelque chose, quand tu fais un article dans un journal par exemple, il te dit non, tu n'as pas le droit de parler. Alors on est dans un pays démocratique, on a le droit de parler comme on veut. Et après ils te disent, si tu restes pas calmé, on va te faire transférer dans un autre centre. Comme ça, ils te laissent toutes leurs peurs. Et après, il y a beaucoup de problèmes aussi qu'on ne parle pas, des petits problèmes, mais pour nous ça nous touche. Parce qu'on vit là-bas, donc c'est une vie de tous les jours. Il faut vivre là-bas pour connaître comment on vit aussi. Ich bin Amir, ich bin 13 Jahre alt, bin von Aarwangen Asylheim. Bin schon seit 9 Jahren in der Schweiz und bin zurzeit in der 7. Klasse. Es ist sehr schwierig für mich, weil ich muss viel lernen für die Schule und es ist schwierig zu Hause zu lernen. Wir haben ein Zimmer und
Ein Zimmer, ja, zwei kleine Zimmer für 6 Personen. Und das ist sehr schwierig für mich zu lernen. Ich habe einen kleinen Bruder. Und ja, ich versuche das Beste daraus zu machen. Und es ist auch sehr schwierig, mit den Kollegen rauszugehen, weil wir bekommen pro Tag 8 Franken. Und diese 8 Franken ist für Essen, Trinken. Und ich kann nicht ausgang gehen mit meinen Kollegen mit so wenig Geld. Es ist sehr schwierig und ich hoffe, es wird bald besser. Und dass sich ein Politiker sich an dieser Situation uns helfen kann. Stop Isolation! Stop Isolation! Stop Isolation! Stop Isolation!